Hallo, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Wochenimpuls. Ja, diesmal ein Wochenimpuls, der nicht nur eine Woche beinhaltet, sondern drei Wochen. Und zwar vom 30.8. bis zum 19. September. Denn bisher haben es nur die Stammkunden mitbekommen, jetzt auch der Rest. Wir machen Urlaub und ähm, ja, wir sind schon kurz davor, wirklich ein paar Tage auf und davon zu gehen. Und ähm, ja, mir ist schlicht und ergreifend die Zeit davon gerannt. Deswegen konnte ich die Wochenimpulse für euch nicht komplett vordrehen, aber es gibt einen Wochenimpuls eben für diese drei Wochen, wo wir Urlaub machen. Und ich glaube tatsächlich, das, was ich an den Karten schon gesehen habe, das passt wirklich in diese Zeit, die da vor uns steht. Denn die Zeit, die da kommt, die zeigt einfach, es ist eine gewisse Veränderungsenergie, eine Wandlungsenergie und die zeigt sich massiv im Außen auch. Also wenn ihr merkt, so auch im Zwischenmenschlichen, im Außen ist gerade viel am passieren ja, da passiert viel, denn wenn man sich das energetisch anschaut, egal ob jetzt Sonnensturm, egal ob es Richtung Schumann-Resonanz geht, ähm, da passiert immer wieder mal so einiges und das triggert auf der emotionalen Ebene an. Ja, was bedeutet das für uns, und das schauen wir in der übergreifenden Energie an. Und die übergreifende Energie, die zeigt uns einfach, ja, jetzt ist noch wichtiger denn je, dass wir in die Balance gehen. Und das Spannende ist, wenn du dir diese Karte anschaust, da sehen wir die Sonne, wir sehen das Weltall. Ähm, das ist schon so ein bisschen, ja, dass es auch um das Außen geht, was passiert im Außen energetisch, also um uns darum, sei es Mondenergie, sei es Sonnenenergie, sei es Schumann-Resonanz, all das, das ist im Moment ein wichtiger... Ja, Balanceakt, der dafür sorgt, dass wir schauen. Wir werden da auch geprüft mit der ein oder anderen Sache, jeder in seinem individuellen eigenen Thema und das macht sich natürlich ganz arg bemerkbar. Was hat das für Auswirkungen? Die Auswirkungen zeigen einfach... Ja, es geht um einen Neubeginn. Und dieser Neubeginn passt eben ganz genau in das, was auch hier passiert. Und wer die Maya-Wellen-Readings anschaut, weiß, dass wir einen Wandel haben. Jetzt zum 31. August endet der Zolkin und startet am 1. September wieder neu. Ist ja der, der spirituelle Teil des Maya-Kalenders. Auch das passt hier ganz, ganz wunderbar hinein, weil das einfach zeigt, ja, ein Neubeginn, eine Veränderung, eine neue Richtung, die jetzt eingeschlagen wird. Und deswegen seid euch ganz, ganz wichtig für euch selbst, es ist so wichtig, diese Balance einzuhalten. Ja, wow, spannend, spannend, spannend kann ich nur sagen und ihr werdet gleich auch sehen in den individuellen Botschaften, was bedeutet das für jeden. Ich habe ja noch angekündigt, dass es jetzt ein paar mal noch die Einblendung gibt, eben für das, wie es mit eurem Abo geht, dass ihr auch keine Benachrichtigungen verpasst und so weiter. Das wird es jetzt noch vor den individuellen Stapeln gehen. Wer es schon gesehen hat, kann ja über die Zeitfenster dann schon ein bisschen vorspringen. Auf seinen Stapel, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das anhören und einfach schauen, ja, wie sicherst du dir dein Abo, dass du alle Benachrichtigungen bekommst. Ja, Jetzt kurz die Einblendung und da danach geht es direkt los mit den drei Stapeln, ihr Lieben. So viele haben gefragt, was mache ich denn falsch? Warum kriege ich keine Informationen mehr zu deinem Kanal? Was ist da passiert? Warum ist da so viel gedreht worden? Wie komme ich wieder hin und so weiter? Ich möchte euch da ein bisschen etwas zeigen, denn ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu zeigen, denn viele wissen das gar nicht so detailtief. Denn warum siehst du Informationen? Warum siehst du sie nicht? Was passiert hier und wo steckt da auch? Einiges dahinter. Ich habe mir jetzt tatsächlich ein Handy geliehen, weil ähm, bei uns ist natürlich auf den Handy überall der Admin-Zugriff auf den Crystal of Sirius-Kanal. Somit ist es natürlich schwierig, über den Admin-Kanal zu zeigen. Deswegen wollte ich euch jetzt das mal. Ganz neutral zeigen, wie kommt man dahin mit dem Abo, was passiert mit meinem Abo und wo findet ihr denn die ganzen Community-Beiträge. Also, ich zeige euch das hier mal. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Und zwar, wenn ihr wirklich den Kanal sucht, das war nämlich auch ganz oft die Frage, wie finde ich das. Man kommt auf den Kanal und dann seht ihr schon, hier ist der Crystal of Sirius-Kanal und in dem Fall, man sieht, Abonnieren, da ist noch kein Abo da. Viele gehen jetzt davon aus, ich drücke da jetzt einfach mal drauf und sage abonnieren. Ja, jetzt habe ich mein Abo hinzugefügt. Ich bekomme jetzt alle Informationen. Das ist falsch. Warum ist das falsch? Denn diese Glocke, wenn ihr hier seht, die hat mehrere Funktionen. Wenn ihr auf diese Glocke geht. Seht ihr, da kommt ein weiteres Feld und das Feld sagt, entweder man will gar keine Benachrichtigungen oder in dem Fall die Glocke, die ihr mit einem Abo habt, ist personalisiert. Das heißt, YouTube entscheidet, was du siehst. Du siehst nicht alles. Wenn du alles sehen möchtest, musst du hier oben auf alle gehen und dann hast du diese schrillende Glocke. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, um zu sehen, oder um alle Infos zu bekommen, zu sehen, dass du auch mit deinen Abos, da kannst du deine Abos überprüfen, alle Informationen bekommst. Das ist schon mal ein erster Schritt. Für alle die, die nicht wussten, wo finde ich denn in der Community etwas? Du gehst auf den Kanal und dann gibt es hier verschiedene Reiter. Hier oben ist der Community-Kanal. Beziehungsweise Tab, nicht Kanal, sorry. Und da kommst du auf all die Tagesbotschaften. Da kannst du durchscrollen auf all die letzten Informationen. Da sind auch die Umfragen, die da sind und so weiter. Also du siehst eine ganze Menge. Die Community-Beiträge kannst du dir so einzeln herbeirufen. Wenn du jetzt natürlich dein Abo so gestellt hast, wie ich es dir gerade gezeigt habe, dann wirst du künftig, und das möchte ich dir auch zeigen, wenn du hier in der Startseite bist, hier als Vorschlagswerte all die möglichen Dinge sehen, die dich irgendwo interessieren. Also hier ist jemand sehr interessiert an anderen Dingen, aber das Wichtige ist, du siehst es dann in dieser Vorschau. Und wenn es dir da nicht angezeigt wird, dann bekommst du du eben über den community tab die informationen die dir vielleicht verloren gegangen sind und das war mir noch mal ganz besonders wichtig ja was steckt da alles dahinter denn ihr werdet es gemerkt haben auch auf anderen youtube kanälen youtube schraubt eine ganze menge ja ähm, es ist am algorithmus viel verändert worden es werden momentan sehr viele accounts da wo gar keine bewegung ist auch wirklich ähm, Totgestellt, so möchte ich es fast mal sagen. So fühlt sich das dann an, denn die fliegen dann auch raus, wenn sich da keiner regelmäßig anmeldet. Also das steckt alles dahinter. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen. Ich werde jetzt dieses kurze Video immer wieder mal in die Videos mit einbinden, für alle die, die eben die Info noch nicht gesehen haben, damit ihr wisst, auf was ihr achten solltet bei euren Abos, damit auch die ganzen Informationen bei euch ankommen. Alle, die den ersten Stapel gewählt haben. Was kommt bei dir in diesen drei Wochen? Ja, du bekommst eine Information, dass du tatsächlich genau schauen sollst, was du dir wünscht. Das ist eine Manifestationsenergie, die einfach zeigt, dass viele, viele Dinge, die du jetzt bewusst in deinen Kopf holst, wo es auch um vernünftige Aspekte geht, um... Sicherlich auch Dinge, die aufeinander abgestimmt sind. Also, dass du sehr klug überlegst, was wünschst du dir. Weil die Umsetzung kommt ziemlich, ziemlich schnell. Und ähm, das heißt natürlich auch ein bisschen Gedankenhygiene. Weil gerade wenn dann so negative Aspekte reinkommen, dann kann das natürlich auch schnell reinkommen. Also, es gibt so ganz besondere Karten, die immer wieder sagen... Reinigen, klären und streichen und dann sagen, liebes Universum, äh, das schaut ein bisschen anders aus, wie ich gerade von mir gegeben habe, denn das ist sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Und das kriegst du hier auch gesagt. Gedanken sind die Schöpfer deiner Wirklichkeit. Also, wenn du jetzt wirklich an dem Punkt bist, dass du aus welchen Gründen auch immer da. Negative Aspekte mit reinnimmst, dann kommen die natürlich auch ganz, ganz schnell hier in die Manifestation. Also sei dir dessen bewusst, dass du wirklich ganz klar, präzise aussprichst, was du dir wünschst, dass du das entsprechend orderst, weil die Lieferung kommt schneller, wie du denkst. Und ähm, wow, also tatsächlich. Schaue hier genau. Wir sehen aber auch, und das ist jetzt auch sehr interessant, dass es ganz, ganz intensiv darum geht, dass du bist du selbst. Einfach du. Genau so, wie du bist. Also es geht da auch nicht darum, was macht man, was tut man, sondern was tust du? Was möchtest du? Und das ist eben so ein Punkt, der hier ganz präzise angeschaut wird. Sei du selbst. Wer bist du wirklich? Und dieses, wer bist du wirklich? bekommt so einen großen Aspekt, der ganz besonders ist. Denn was steckt in dir? Was kommt heraus? Was möchte sich zeigen? Und das, dass du du selbst bist, hat auch mit dem Thema zu tun, gib ohne Erwartungen. Auch das ist jetzt etwas, das hier ganz, ganz tief mit reinfließt. Denn wir wissen, Gedanken werden deine Wirklichkeit, wenn du etwas gibst mit Erwartung. Ähm, könnte man jetzt sagen, das manifestiert sich, aber wenn da dann doch noch so ein Hintergedanke dabei ist, der so negativ damit reinkrätscht, dann wird das nicht ganz so schön. Dann wird das etwas, wo du sagst, oh, hätte ich da nur mal etwas genauer gewünscht oder mich geäußert. All das, das kommt hier mit dazu. Also sei dir bewusst, gib ohne Erwartungen, schau, welche Gedanken kommen, schau die Gedankenhygiene an, manifestiere richtig. All das, das ist ein wichtiger Aspekt. Denn wir sehen hier auch die Musik zur Manifestation. Also, die Karte sagt dir, um schnell zu manifestieren, denke an deinen Wunsch, während du singst, summst oder musizierst. Das Gute ist natürlich, wenn man so etwas macht, ja, da kannst du die Gedanken auch manchmal etwas wegschieben. Und das ist wahrscheinlich genau das, was die geistige Welt dir mitgeben möchte, dass du eben nicht in diesen Dingen festhängst, die negativ sind, sondern tatsächlich in deiner Wunsch. Welt, dass du da ankommst. Denn du hast gerade tatsächlich eine ganz besondere Situation, du hast einen besonderen Zauber um dich herum und die Karten sagen hier, rechne mit Wunder. Also wir haben jetzt schon gesehen, ganz, ganz schnell kann sich etwas umwandeln. Und dieses Umwandeln, wie gesagt, das wird schneller kommen, als du denkst. Also, hier Wünsche wirklich klug und weise, denke weise, achte auf deine Gedanken und denke immer in den Werten, die du selbst bist. Denn was sehen wir hier? Und das sind die Synchronizitäten, die am Wirken sind. Und das ist eine ganz besondere Energie, denn wir haben hier Delfine, wir haben Kristalle. Das ist eine tiefe, tiefe atlantische Energie, die hier mit dabei ist. Und gerade wenn es um die Synchronizitäten geht, dann geht vieles ineinander über. Auch mit früheren Inkarnationen, mit Karma, mit sehr, sehr vielen Dingen, die ineinander gehen, das, wo dir das Ausmaß noch gar nicht bewusst ist von dem, was gerade hier im Außen passiert. Also sei dir da tatsächlich bewusst, da passiert mehr als du denkst. Wow. Warum passiert mehr als du denkst? Denn wir sehen hier, da kommt der Heilungsengel zu dir. Das hat auch mit Frieden zu tun, Frieden in dir, Frieden mit dir, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Balance. Und die Balance, die haben wir zu Beginn schon gesehen, dass du in deine Balance kommen sollst. Diese Balance, diese Stabilität ist enorm wichtig. Und ähm, denke dran, göttliche Magie, Synchronizitäten, atlantische Energie, ganz, ganz viel ist hier möglich und wird hier auch möglich sein. Gehe diesen ganz besonderen Weg. Warum sollst du diesen ganz besonderen Weg gehen? Und da kommen auch noch die mehr jungen Frauen dazu, die sagen: Ja, geh vorwärts. Du brauchst ein wenig Ausdauer, du brauchst vielleicht ein wenig Übung hier in dem ganzen Prozess. Aber es ist ein wichtiger Prozess. Und dieser wichtige Prozess findet eben gerade in dir statt. Und da möchte ich jetzt echt nochmal diese Karten hier dazu holen, die wir hatten. Wir hatten die Balance, wir hatten den Neubeginn. Und das zeigt es bei dir hier also ganz immens, dass das sehr, sehr viel am Bewegen ist. Ich habe für dich noch eine Karte. Und diese Karte, ähm, da geht es auch in die Zahlenebene mit rein, denn wir können auch wunderbar mit Zahlen heilen. Und du bekommst hier eine ganz besondere Zahl, nämlich die sagt, ich bin in Frieden. Und schau mal, wir hatten hier den Heilungsengel, der auch sagt, Frieden. Und jetzt bekommst du hier noch die Affirmation, ich bin in Frieden. Und mit dieser, dieser Zahl kannst du ganz, ganz wunderbar arbeiten. Ich möchte mit dir jetzt etwas machen, etwas ganz Besonderes, weil wir gehen auf diese Karte hier eben ein und lassen da eine Energie fließen. Wir machen da heute etwas ganz Besonderes. Ich möchte dich jetzt einfach mal bitten, einen kurzen Moment das hier wirken zu lassen, diesen Kreis, und dann jetzt deine Augen zu schließen. Du wirst gleich einen Gong hören und dann lass das wirken. Und wenn der zweite Gong kommt, dann öffnest du wieder deine Augen. Wenn du jetzt deine Augen geöffnet hast, werde dir bewusst, mit was du in Frieden lebst, welcher Frieden in dir steckt und welche Energie du mit Frieden verbindest. Wow, ganz besondere Energie, die hier fließt. Lass sie fließen, nimm sie mit in diese drei Wochen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Ich verabschiede mich für drei Wochen und ich würde sagen, bis bald. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben. Um was geht es bei euch? Ja, wir sehen bei euch, da kommt die Inspiration. Was inspiriert dich momentan? Was kommt zum Vorschein in dieser Zeit? Schaue ganz genau hin. Denn diese Ideen, die hochkommen in dir, diese neuen Gedanken, die wollen ausgedrückt werden. Und das Ganze, das ist ein Potenzial, das sich zeigt, dass ich wandeln möchte in dir für den Neubeginn. Es zeigt aber auch, finde Balance in dir. Was heißt das für dich konkret, diese zwei Karten? Ja, die neuen Ideen, die jetzt kommen, die richten dich aus für eine neue Balance in dir, eine neue Balance mit dir und für die nächsten Etappenziele in deinem Leben. Also etwas ganz Besonderes, das hier stattfindet. Wir sehen aber auch, um was geht es da weiter? Nämlich, du bist an einem Punkt, wo du sicherlich merkst, da muss ich etwas verändern. Und dieses muss, das erzeugt ein bisschen Druck, deswegen nimm mal diesen muss raus und sage, ja, ich möchte etwas ändern. Habe da ganz, ganz viel Selbstvertrauen. Sagt tatsächlich auch dein Geistführer und sagt, richte dich aus, richte dich aus nach dir. Und dein Geistführer sagt dir tatsächlich noch, wähle Liebe statt Angst. Wow. Ganz wunderbare Energien, die hier dabei sind. Also, diese Balance in deinem Leben gehört dazu. Die Mehrjungfrauen sagen dann noch, vereinfache dein Leben, denn entferne jetzt alles Überflüssige aus deinem Leben und bringe deine Aktivitäten in ein Gleichgewicht. Jetzt schau mal, was hier alles ist. All diese Karten, die wir hier haben, das ist so eine Aufräumaktion. Ja, du hast neue Ideen. Ja, finde Balance. Du gehst einen neuen Weg, du gehst in die Liebe und dann macht das Ganze ein bisschen einfacher. Nimm den Druck raus. Eben genau wie ich es vorhin gesagt habe: dieses, ich muss. Nein, du darfst etwas anderes tun. Und da möchte ich nochmal diese Karten hier dazu holen: die Balance, der Neubeginn, was wir zu Beginn gesehen haben. Das ist jetzt hier mit dabei. Du gehst jetzt hier wirklich in eine veränderte Energie. Und diese veränderte Energie, die sagt tatsächlich, ja, Du brauchst positive Energie. Umgib dich mit positiven Menschen, auch mit Situationen. Und das Negative, das darfst du ganz, ganz weit wegschieben. Das ist das, was du im Moment am allerwenigsten brauchst. Schiebe es weg und bringe es in die richtige, positive Energie für dich. Warum soll es dahin gehen? Es geht nämlich auch um Selbstvergebung bei dir. Also schau, wo sind alte Schuldgefühle? Was drückt dich, was belastet dich, auch das ist negativ. Und dann erinnere dich wieder daran, dass du Gottes vollkommenes Kind bist. Schau mal, was wir hier sehen. Du entschleunigst hier auf gewisse Art und Weise. Du räumst auf mit den Energien. Du richtest dich komplett neu aus. Und das, was hier passiert, das zeigt einfach, das hat auch mit der Erde zu tun. Nämlich, da findet ganz, ganz viel Heilung im Moment statt. Diese Heilung, die stattfindet, das ist eine Lichtenergie, die hier am Laufen ist. Und gerade wer in letzter Zeit geguckt hat, was, was passiert so und Sonne und wo kommt welche Energie her, das sieht man schon, dass wir wirklich mit neuen Energien geflutet werden, veränderten Energien. Und diese Energien, klar, die erzeugen auch einiges in uns. Vielleicht bist du müde. Vielleicht hast du das Gefühl, gerade Außen ist ganz, ganz viel zu so schnell und du kommst nicht mehr hinterher. Und das zeigt hier, ja, jetzt ist es an der Zeit, dass du wirklich an dich denkst, dass du schaust, welche Ideen hast du. Und diese Ideen sind eben wieder darum da, dass du eine Balance findest. Vielleicht war dein Terminkalender zu voll. Jetzt gilt es darum, ein bisschen runterzufahren. Und das Runterfahren heißt nicht, dass du keine Ideen hast. Im Gegenteil, da kommen neue Ideen, die dafür sorgen, dass du trotz alledem zeigen kannst, was du kannst, wer du bist, aber das eben etwas entschleunigt. Und das Ganze, das hat dann noch mit einer Energie zu tun, die aus Atlantis kommt und... Ähm, ja, das ist für mich auch immer wieder eine ganz besondere Energie, wenn Atlantis Energie dazukommt. Denn gerade die Atlantis Energie, die, die bringt neue Nuancen mit rein. Und ähm, das hat auch eine reinigende Energie. Ich habe noch etwas für dich. Und ähm, ja, ich werde bei dir das gleiche tun wie im ersten Stapel, etwas ganz Besonderes. Denn wir haben noch eine Karte hier mit dabei. Da geht es um Heilen mit Zahlen. Zahlen haben auch eine ganz besondere Energie und bei dir bekommen wir hier als Affirmation die Botschaft, ich vertraue mich dem Fluss des Lebens an. Eine ganz besondere Energie. Ich möchte dich jetzt um eins bitten. Und zwar, schau dir diese Karte an und das, was wir hier unten für einen Kreis haben. Schau ganz bewusst hin und dann schließe deine Augen. Du wirst gleich einen Gong hören und wenn der Gong kommt, wird eine Stille folgen und wenn der zweite Gong kommt, dann öffne deine Augen wieder. Und jetzt schaue dir noch einmal die Karte an, der Fluss des Lebens für dich. Wo fließt es, wo fließt es noch nicht, wo sollst du entschleunigen? Werde dir ganz bewusst und nimm diese Energie mit in diese drei Wochen. Ja, ich wünsche dir für diese drei Wochen wirklich Entschleunigung, klare Gedanken für das, was in deinem Leben so wichtig ist. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und ich würde sagen, wir hören uns in drei Wochen wieder. Eine tolle Zeit für dich und bis bald. Alle, die den dritten Stapel gewählt haben, um was geht es bei dir? Wir sehen bei dir, ja, es geht um Fülle, Fülle des Lebens und manchmal, ja, erkennen wir gar nicht mehr, in wie viel Fülle wir tatsächlich stecken. Also sei dir mal ganz bewusst oder setz dich mal ganz bewusst hin und setze dich auseinander, was du doch für tolle Dinge in deinem Leben hast, was das mit dir macht, was das zeigt und erkenne das, diese Wunder, diese Fülle des Lebens. Erkenne auch weiter, welchen Reichtum du hast, welchen Wohlstand. Zu einem Wohlstand gehört nicht immer ein Bankkonto, das ganz, ganz viele Nullen am Ende hat, sondern es gehört oft noch viel, viel mehr dazu. Und wenn du in diesen ruhigen fünf Minuten bist und erkennst wahrhaftig, wie viel Fülle, wie viel Reichtum du im Leben hast, dann wird das für dich eine ganz wunderbare Basis. Denn dann kommst du genau zu dem Thema, was wir gesehen haben zu Beginn, die Balance. Und du startest hier nochmal ganz anders in die nächsten Tage. Denn wir sehen, es geht um das Thema: jeder Mensch ist gleich wertvoll. Dieses Wertvolle, das, da kommen wir bei dir an. Wie wertvoll bist du selber? Sei dir bewusst, wie wertvoll du bist. Und wenn du an die Punkte kommst, wo du versuchst, dich klein zu machen, erinnere dich immer dran. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Du bist wertvoll. Warum ist das so wichtig? Es geht um deine eigene Macht. Tritt deine Macht nicht ab. Ja, es geht darum, dass du erkennst, wer du bist, was du bist. Da können andere kommen, die haben andere Gedanken, aber das sind ihnen ihre Gedanken. Es geht um dich. Sei dir bewusst, du bist wertvoll. Du hast die Macht darüber zu erkennen, Wer du bist, was du bist. Und das Ganze, ja, das hat mit vielen, vielen deiner Wünschen zu tun. Welche Wünsche, welche Träume hast du? Und diese Träume, die sind natürlich ganz besonders. Denn wir sehen hier auch, da kommen die großen Träume. Denk dich nicht klein, stell dir vor, wie erfolgreich du bist. Vielleicht hast du in deiner Kindheit viel gehört, dass du nicht gut genug bist, dass du hier und da. Ich möchte gar nicht in solche Details gehen. Du hast einfach irgendwelche Sachen bekommen, die sich so manifestiert haben, dass du denkst, du bist nicht genauso wertvoll wie andere Menschen. Damit gilt es, sich jetzt auseinanderzusetzen, damit du die Fülle in dir erkennst. Damit du erkennst, wie toll du bist, wer du bist, was du bist. Und das ist genau der Punkt. Wir sehen auch, dass bei dir das Thema hiermit dazu kommt, Selbstständigkeit. Du bist ein geborener Unternehmer, eine geborene Unternehmerin. Du hast tatsächlich ganz magische Möglichkeiten. Da ist sehr, sehr vieles möglich. Das heißt nicht unbedingt, dass du dich selbstständig machen musst, um Gottes Willen, aber das zeigt, du hast ein Potenzial, das da ist, du kannst so vieles schaffen, so vieles in, in wunderbare Energie leiten die du strahlen darfst, aus dir heraus strahlen darfst. Also das ist eine ganz besondere Energie. Und du siehst das hier. Hier sehen wir eine Fee, die tatsächlich in einer Lotusblüte steht, um zu erkennen, was hat sie geschaffen? Wie viel? Überfluss, wie viel Reichtum, wie viel Fülle ist da. Und das sind die ganz besonderen ähm, Energien, die hier fließen. Und das, was bei dir hier ganz, ganz besonders am Fließen ist, das ist die Energie I am. Diese Karte sagt noch mehr. I am Angel of Manifestation. Also ja, das sind mehrere Aspekte, die hier einfließen. Zum einen mal I am. Du bist etwas. Du stellst etwas dar. Stelle dein Licht nicht unter dein Scheffel. Sei bewusst, wer du bist, was du bist. Also, ich kann das nicht oft genug betonen. Und dann werde dir bewusst, und das haben wir hier, träume groß, träume richtig groß. Und dann setzt diese Karte noch einen drauf und sagt, ja, der Engel der Manifestation, du darfst groß träumen, weil es darf in Erfüllung gehen. Es darf hier in Wohlstand und Fülle gehen. Es geht darum, werde dir klar, was du willst, träume groß, denke weit und lass die Wunder geschehen. Und dahin geht es für dich. Bei dir, diese Fülle, die hier passiert, das hat auch hier mit sehr viel Spiritualität zu tun. Also auch in der Spiritualität bist du an einem Wachstum, der jetzt geschieht, der jetzt wandelt und das passiert hier alles bei dir das hat dann noch mit etwas weiterem zu tun. und wir haben in den ersten stapeln gesehen, da waren viel atlantische energie. bei dir haben wir lemurische energie, tiefe tiefe lemurische energie. da geht es auch um viele wichtige dinge. es geht tatsächlich auch ähm, um die spiritualität. es geht auch viel, um um Wasserenergie, all das, das fließt hier mit rein. Also sei dir da bewusst, was hier kommt. Bei diesem Bewusstsein, da geht es für dich um etwas ganz Besonderes und das möchte ich dir hier mit einer Karte zeigen, wo es auch um Zahlen unter anderem geht, die ja auch einen gewissen Einfluss haben. Wir haben hier eine Karte mit einer Zahl, die dir sagt, ich bin wahrhaftig, I am. Genau das ist das Thema. Und ich möchte auch dich bitten, das habe ich schon bei den anderen Stapel, schau mal bewusst in diesen Kreis, nimm dieses Bild auf und dann schließe deine Augen. Du wirst gleich einen Gong hören, gehe dann ganz in dich und wenn der Gong ein zweites Mal kommt, öffne wieder deine Augen. Du bist wahrhaftig, du bist wahrhaftig du, mit deinem ganzen Potenzial, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Stärke. Du bist, wer du bist. Sei dir dessen ganz, ganz intensiv bewusst. Meine Lieben, ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, tolle drei Wochen. Ähm, ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder nach meiner Auszeit und in diesem Sinne, Namaste.